Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Valencia. Den hat es leider erwischt, erste Rechtskurve. Das ist hinten auseinandergenommen. Da ist noch ein bisschen feucht, aber der Rest soll alles trocken sein. Ist härter wie im Knast hier, wird mit Spüli gehandelt. Race Calibration Kit 2 packen wir jetzt dran. Heute kommt die Sonne raus. Auf gar keinen Fall, Vanessa. Für mich ist es Tag 3, für euch Tag 2. Gestern am zweiten Tag leider nur Regen gehabt, aber heute... Heute kommt die Sonne raus. Es ist leider noch nass, der Boden ist noch ganz nass. Aber die ersten sind schon draußen und fahren. Ich denke, wir haben jetzt gesagt, wir warten bis nach dem Mittag. Die Sonne soll jetzt mal ein bisschen hier trocknen und dann, denke ich, geht es hier heute noch mal raus. Zuerst sah es so aus, als würde es gar nicht mehr rausgehen, aber ich denke, dass... Wobei, da hinten sind noch ein paar dunkle Wolken. Da wollen wir mal gucken, dass sie abhauen. Ich denke, wir werden hier noch mal rausfahren. Geil. Da hinten ist alles blau. Und wie gesagt, die ersten sind draußen, fahren die Strecke trocken. Wirklich, wirklich schnelle Leute hier am Start. Trotz nass, trotz Regen. Wahnsinn. Für mich immer faszinierend, wie das funktioniert. Wie gut die Reifen auch tatsächlich sind, wie schnell die fahren. Ich denke, man hört es. Langsam fährt hier keiner. Nur wenige unterwegs, aber jedem das Seine. Ich fahre nicht, wenn es nass ist. Tag 1, Motorrad lief mega. Ihr seht, das ist hinten auseinandergenommen. Wir waren gestern einmal mit dem Computer dran und wollen einmal den Reifenradius eingeben für die Traktionskontrolle. Ich habe am Tag 1 einen kleinen Rutscher gehabt. Wird am Reifenluftdruck gelegen haben. Ich habe gedacht, weil es kalt ist, muss ich mit ein bisschen mehr rausfahren. Bin mit 1,8 rausgefahren und beim Reinkommen hatte ich schon 1,9 drin, was für ein V02 tatsächlich echt viel zu wenig ist, zu viel ist. Und das wird es, denke ich, gewesen sein. Aber wir haben jetzt gerade ein bisschen Zeit, deswegen gehen wir gleich nochmal mit dem Laptop an die Traktionskontrolle und geben das nochmal korrekt ein. Ansonsten kann ich ja gar nicht so viel sagen. Blipper und Shifter funktioniert richtig gut. Vom Mapping her, das Motorrad läuft klasse, aber ich kann nicht so viel zum Mapping sagen, weil ich auch noch nicht so viel getestet habe. Ich hätte es natürlich am liebsten in Oschersleben getestet, aber dadurch, dass halt hier in Valencia die Strecke neu ist und alles noch frisch ist, kann ich dazu leider noch gar nicht so viel sagen. Aber ist schon mal cool mit dem Race Calibration Kit 2. Kommst du dann ins Fahrzeug rein und kannst deinen Reifen richtig hinterlegen, damit du sicher bist, dass die Traktionskontrolle auch richtig funktioniert. Dann haben wir die Motorbremse noch ein bisschen angehoben. Nehme ich euch gleich auf jeden Fall einmal mit. Jetzt muss ich erstmal, ich habe gerade den V02 rausgeholt. Das ist der Reifen, den ich drauf habe. Und mir fehlt der Reifendurchmesser. Bridgestone gibt, ich habe einen 120-605-17 drauf und Bridgestone gibt den Reifendurchmesser für den 120-600-17 raus. Habe aber für den 605er nichts gefunden. Ich mache mir jetzt gleich auf den Weg. Entweder ich habe hier jemanden, der mir das verrät, oder habe auch schon Hilfe angeboten bekommen von einem Fahrwerksspezialisten, der den Reifen mit mir misst. Ich schaue mal, ob ich euch da auch mitnehmen kann und dann werden wir sehen. Sicher ist sicher. Hauptsache ist alles in Ordnung und ansonsten, Moped ist geil. Reifen vermessen. Da ist das gute Stück. Ich muss erstmal das ganze blaue Papier da abmachen. Wahnsinn bei Bridgestone, wie die Reifen einpacken. Aber jetzt habe ich einen ausgepackten neuen Reifen, den verstaue ich jetzt wieder gut, weil das ja ein riesen Kopfschmerz war, irgendwie diese V02 Reifen zu bekommen. Und aber war jetzt wichtig, ich brauchte das Maß. Ist tatsächlich anders als das, was eingetragen ist, von daher probieren wir das, das kann passen. Ich komme jetzt einmal zurück zu unserer Box und da sitzt der Kenneth schon. Da haben die Jungs sich in die Sonne gehauen, Kombis schon aufgehangen und sind ready, trocknet bald ab. Läuft? Hallo, ja, einen Kaffee hat der Herr auch. Ja, wir haben dich gesucht. Ja? Ja, der Mieter holt da noch einen Kaffee mit Milch, aber du trinkst ja nur Americano. Kaffee Americano heißt das hier. Kaffee schwarz. Bei mir gibt es keine Milch. Also, Reifen wieder weg und Race Calibration Kit 2 packen wir jetzt dran. Dann nehme ich euch mit und dann tragen wir mal den neuen Radius ein. Und ich hoffe, dass es dann besser funktioniert. Keine bösen Erfahrungen mehr kommen. Ja, warte mal, du bist hinten, ne? Wir haben jetzt gerade vorne gemessen. Ach ja. 303 ist schon ein Unterschied, ne? 303,34. So, Einspritzung Mapping.
Engine Brake. Wir haben hinten einen 655 durch 2. Das heißt, wir haben 327,5 im Reifen hinten. Das ist jetzt die Motorbremse. Wir können die Motorbremse hier verstellen von Minimum, Medium, High und Max. Und ich bin jetzt von, wir haben sie auf Medium gehabt und stellen die jetzt einmal auf High. Bin ich auch gespannt. Max finde ich ein bisschen krass. Ja, okay. Das testen wir mal. Gut. Ja, geil. Dann packe ich mal zusammen. Schraube mein Moped zusammen und testen. Oh, dann wieder schön aus der Schraubenkiste 12 verschiedene Schrauben für eine Heckverkleidung rausgesucht. Das soll ja auch nicht langweilig werden beim Auseinanderschrauben, ne? So, guck mal. Keine Schrauben übrig geblieben. Das heißt, wir müssen nichts unter den Teppich kehren. So sieht das hier aus. Keine Kosten und Mühen gescheut. 5 Sterne Deluxe Essen. Wahnsinn. Der Moped ist wieder zusammengebaut. Steht da vorne. Es trocknet langsam ab. Wie sieht es draußen aus, Kenneth? Wie bitte? Wie sieht es draußen aus? Feuchtigkeit? Es wird besser. Aber es dauert bestimmt noch eine Stunde. Okay. Wir essen jetzt eine Runde. Und wann sind wir, wenn wir dran? Drittes 14.30 Uhr. 14.30 Uhr? Wäre der erste Tag. Okay, wir haben jetzt, ich mal gucken, 12.55 Uhr. Also 14.30 Uhr erste Stint. 14.30 Uhr erste Stint und wir essen jetzt eine Runde. Braucht bestimmt eine Stunde für, bis ich das Ding hier aufhab. Oder auch 2 Minuten. Und dann gehen wir mal nach oben und gucken uns mal die Strecke an, wie das ausschaut. Ob das schon abgetrocknet ist. Noch habe ich mich nicht umgezogen. Immer noch welche draußen, die wild sind und fahren, ihr hört das. Aber ja. Auf gar keinen Fall bei Nässe. Ey, kannst du mal eine Gabel vielleicht mitspülen? Ich kann ja eine Gabel mitspülen. Das auf der Spüli benutzt. Das ist sehr, sehr freundlich. Es härter wie im Knast hier, wird mit Spüli gehandelt. Das sieht immer so gut aus, dass hier irgendwie Essen hingestellt wird und sowas, aber so ist, das hier ist Real Life. Hier handeln die Jungs und da wird gespült. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie kalt das Wasser ist. Warmes Wasser gibt's nicht und wie gesagt, also hier wird mit Spüli gehandelt. Mit 14.30 Uhr. Die Sonne kommt raus. Die Straße fängt an trocken zu werden. Die ersten Verrückten sind schon draußen. Es trocknet gerade ab. Genauso wie am Tag 1 hinten. Die erste Kurve nach Startziel ist halt noch nass. Der Rest sieht sehr, sehr trocken aus. Bin gespannt, die ersten, die gleich reinkommen. Was sie berichten werden, wie trocken das ist. Hier vorne ist auch noch nass auf Startziel. Und jetzt 14.30 Uhr, um 15.50 Uhr, glaube ich, ist unser nächster Stint. Das heißt, wir können heute 2 Stück fahren. Leider keine 6, aber besser 2 wie gar keiner. Und ist mir auf jeden Fall lieber, wenn das hier schön abgetrocknet ist. Der Micha ist noch kurz vor uns dran. Der fährt raus und dann kommen Kenneth und ich. Das heißt, umziehen. Gleich umziehen. Ich gucke jetzt mal eben auf meinen Reifendruck, guck, was der sagt, damit wir da nicht wieder einen Fehler machen und dann geht's gleich los, hoffe ich. Wolkentechnisch, die sollen bloß abbauen da vorne. Aber ich denke, wenn jetzt noch ein bisschen Sonne drauf kommt, dann wird auch bis dahin die erste Kurve trocken sein und dann kann es, denke ich, losgehen. Geil. Letzten Tag noch 2 Stints. Hier wird fleißig geschraubt. Der Michael lässt sein Moped warm laufen. Moped ist wieder zusammen. Soundcheck! Oh! Spritler.
krass. Beim Aufnehmen, das ist so laut, dass es an meinem Körper vibriert. Geil. So, ich zieh mich um. Wir sind jetzt dran. Zeitplan. Gruppe 3, 15:50. Jetzt fahren Gruppe 3 und 4 zusammen, Gruppe 1 und 2 zusammen. Das heißt, wir haben diesen Stint von 15:50 bis 16:30. 40 Minuten, Prost Mahlzeit. Das wird auch so bleiben, solange nicht mehr. Ich glaube, wie 32 Leute auf der Strecke sind. Ich glaube, 40 Minuten halte ich nicht ganz durch, aber mal gucken, was geht. Werde ich auch davon abhängig machen, wie es mir geht. Vom Wohlbefinden her. Und wenn ich fit bin, dann nutze ich das natürlich noch und fahre. Die ersten sind jetzt reingekommen, haben gesagt, bis auf Startziel und die erste Kurve, genau wie am ersten Tag. Da ist noch ein bisschen feucht, aber der Rest soll alles trocken sein. Ich habe natürlich immer ein bisschen Sorge in der langen Links, weil halt dann doch schon Kraft auf dem Reifen ist, wenn man da schneller durchfährt. Aber der Micha fährt jetzt auch gleich raus. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er 40 Minuten durchfahren wird. Und dann bin ich gespannt, was er sagt. Lederkombi ist an. Erster Stint für uns heute geht gleich los. Es ist eigentlich der fünfte Stint. Vorher war einfach vom Wetter her schlecht. Ist jetzt gerade zweimal rote Flagge, Rennabbruch gewesen. Ist auch tatsächlich echt eine wilde Bande. Jetzt gerade liegen zwei draußen, ein Krankenwagen ist rausgefahren. Von daher motiviert mich jetzt gerade nicht. Bin ich tatsächlich ein bisschen nervös, so wie es vorgestern gewesen ist. Ist auch mein erster Stint heute. Und ja, müssen wir ruhig angehen lassen. Krankenwagen, rote Flagge wollen wir heute nicht haben. Und ich gucke einfach, wie es läuft.
durch. Die anderen sind jetzt drauf. Das waren gute 30 Minuten auf jeden Fall. War sehr gut. Muss erstmal ein bisschen gucken nach Start-Ziel. Einmal kurz einen Zucker drin gehabt, weil noch alles nass. Und sonst relativ piano gefahren. Um einfach ein bisschen Strecke zu bekommen. Das war ganz gut, das hat mir auch echt gut getan und auch für mein Gefühl sehr, sehr gut. Ist gerade gelb. Irgendwas ist passiert. Fürs Gefühl sehr, sehr gut. War jetzt nicht meine schnellste Runde, aber 30 Minuten durchgehalten, ist schon mal nicht verkehrt. Sprit war auch gut, leer. Und für die Streckenkenntnisse. Ich habe das ja gestern, man macht sich ja so Gedanken, wenn man den Tag danach nicht mehr fährt und man versucht sich zurückzuerinnern, man will Sachen verbessern. So für die Streckenkenntnis war das sehr, sehr gut. Aber bleibt gelb. Schon mal sehr gut. Wenn keiner liegen bleibt und wir kommen von der Strecke, bleibt es gelb, dann wird es nicht rot, dann ist nichts Wildes passiert. Für die Streckenkenntnis war das sehr, sehr gut. Ist auch hier nach Startziel, wenn alles nass ist. Ich gehe sehr, sehr früh vom Gas. War wie gesagt sehr langsam durch die Kurven. Aber als ich eben reingekommen bin, habe ich mir mal meinen Reifen gefühlt und es war schon doch in Ordnung. Also temperaturtechnisch sogar ein bisschen aufgebaut. Wir sind 1,5 raus und dann haben wir noch hier ein bisschen geguckt, ein bisschen gefühlt. Und ich hatte trotzdem noch über 1,5 drin. Von daher wird es dann doch schon warm und alles gut. 1,10 haben wir noch. Da gucken wir gleich mal, ob wir noch ein bisschen flotter fahren oder ob wir das immer noch so ein bisschen auf Linie machen. Aber werde auf jeden Fall hier nichts riskieren und alle nach Hause kommen. Ist immer scheiße, wenn man so einen ganzen Tag hier rumgesessen hat und gewartet hat. Und dann haben wir gestern den ganzen Tag hier gesessen und gewartet. Dann ist man meistens nicht mehr. Aber dafür habe ich mich gerade sehr, sehr gut gefühlt. Ich hätte auch noch weiterfahren können, aber war es denn vorbei. Von daher, bisschen was trinken. Reifenwärmer etc. sind alle wieder drauf. Zur anderen Gruppe, der Benjamin hier bei uns aus der Box. Den hat es leider erwischt. Erste Rechtskurve. Hat der sich leider hingelegt. Er weiß nicht warum. Er sagte rechts rein, sofort das Rad weg und gestürzt. Leider scheiße. Also der erste Sturz hier bei uns in der Gruppe. Ist immer scheiße, wenn man sich das nicht erklären kann, warum das passiert ist. Wenn man sowas weiß, dann kann man beim nächsten Mal drauf achten und macht diesen Fehler nicht mehr. Ich muss es immer wissen, ey. Dann also erste, zweite Gruppe ist schon wahnsinnswild, ey. Der Micha ordentlich zu kämpfen. Ja, wie gesagt, also unfalltechnisch muss man wissen, was passiert ist. Von daher, aber das Allerwichtigste, ihm ist nichts passiert. Ne? Motorrad hat auf der rechten Seite ein paar Kratzer. Parkierspuren. Linke Seite nichts. Aber das ist die erste Kurve hier. Ne? Erste Kurve ist immer so ein bisschen Angstkurve, weil zu viele Linkskurven und rechts der Reifen auskühlt. Ich geh jetzt auf die Toilette, trinke einen Schluck und dann gibt's hier gleich einen Onstint.
So, ist wieder soweit. Eine leere Box. Zweiter Stand ist durch. Leider nur zwei heute. Aber besser wie gar nichts. Es war ganz okay. Es war auch ganz gut, dass wir die gefahren sind, weil besser alles nochmal versuchen umzusetzen, wie das irgendwie später im Kopf rumwirren zu lassen. Und es ist schon ganz, ganz gut gewesen. Auf jeden Fall. So, wir haben schon eingepackt und jetzt gleich geht's ins Hotel. Erstmal gibt's noch ein Bier. Gösser? Yes, sir. Radler. Gösser ist ein Radler. Es gibt einen Gösser. Zum Ende immer. Wenn wir einen Tag geschafft haben und überlebt haben, gibt es immer noch einen Gösser, alle zusammen abends. Und dann geht's ab ins Hotel. Dann geht's ab ins Hotel und morgen geht es ab nach Hause zum Flughafen. Der Kenneth und der Micha, die fahren noch weiter Richtung Cartagena und können da noch ein bisschen fahren. Eigentlich wäre der Daniel auch mitgefahren, aber der konnte ja leider nicht dabei sein, weil leider verletzt. Ansonsten Fazit, Bike Promotion Valencia, mega. Valencia, eine richtig geile Strecke, das hat richtig Spaß gemacht. Einen kleinen Rutscher gehabt, der ist mir heute noch ein bisschen im Kopf geblieben. Den muss ich noch gucken, dass ich den bei Temperatur ein bisschen rausfahre. Aber ansonsten eine richtig geile Veranstaltung, auch super coole Leute. Ich denke mal, für nächstes Jahr werden wir das ein bisschen anders machen. Wir werden gucken, dass die Motorräder vorher hier hinkommen. Und dann können wir auch öfters und spontaner hier hinfahren. Das werden wir auf jeden Fall mal testen. So war es schon tatsächlich sehr viel Aufwand und auch dafür, dass es nicht funktioniert hat. Mega schade eigentlich. Aber das Wetter können wir nicht beeinflussen, es ist, wie es ist. Von daher trotzdem eine richtig geile Veranstaltung. Eine richtig geile Strecke. Von der Strecke finde ich das richtig geil und hat mir auch am zweiten Tag besser gefallen, weil man dann so ein bisschen weiß, wo man langfährt. Und mega. Wenn euch das Video gefallen hat, schickt mir einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.